Hallo Leute, willkommen zum weiteren Video zu Brawl Stars. Das Video hier wollte ich eigentlich schon gestern aufnehmen und ich bin so froh, dass ich das nicht gemacht habe. Weil gestern sind noch sehr viele Dinge einfach geleakt, rausgekommen, wurden von Supercell veröffentlicht, worüber ich jetzt heute reden möchte. Weil im Video heute will ich mal über das kommende Update bzw. den Brawl Talk reden, der ja morgen kommt. Wir wissen einfach jetzt inzwischen ein paar Dinge, die reinkommen, plus es macht Spaß zu spekulieren. Zum Beispiel wissen wir ja, dass ein Special-Modus reinkommt mit Edgar gegen Mortis. Und dazu haben wir jetzt seit gestern auch nochmal eine offizielle Bestätigung, in welche Richtung das geht. Denn das Thema für den nächsten Monat wird Himmel gegen Hölle sein, weil über den App Store ist das hier geleakt. Der App Store macht da leider häufiger Probleme. Das kann auch nicht im Sinne von Supercell gewesen sein, dass es einfach leakt. Weil über den App Store ist halt der Ladebildschirm geleakt und da konnte man dann schon sehen, ey, es gibt ein Himmel- und Hölle-Update. Hier übrigens auch die Beschreibungen, welche Brawler ihr jetzt da überhaupt seht. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, Mortis ist auf der Höllenseite und Edgar ist auf der Himmelseite. Also ich hätte beide nicht zur Himmelseite gepackt, aber wenn einer von den beiden in die Himmelseite kommt, dann schon eher Edgar und halt nicht der Vampir. Also das finde ich schon auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich finde die Skins, die man da sieht, auch sehr, sehr interessant. Muss ich auch dazu sagen, das sind nicht alle Skins, die ins Update reinkommen. Also falls jetzt irgendwie sagt, oh, Skin X fehlt oder sowas. Nee, fehlt einfach nicht. Sondern wir wissen noch nicht alle Skins, die reinkommen. Das sind nur die Skins für ein Event. Wir wissen nicht nur, ob das alle Skins für das Event sind. Wir wissen halt nur, es kommt ein Edgar vs. Mortis Event. Wie das spielerisch genau aussieht, was es da für Belohnung gibt, keine Ahnung. Aber diese Skins gibt es. Das Heftigste, was Supercell machen kann, ist, dass du einige dieser Skins vielleicht gratis kriegen kannst beim Event. Das wäre das Krasseste. Würde ich persönlich als Supercell nicht machen. Die Skins sehen so cool aus. Pack die für ein paar Juwelen in den Shop. Weil die müssen ja auch Geld verdienen. Das ist ja ein kostenloses Spiel. Also ich als Supercell, ich würde das nicht kostenlos reinmachen über ein Event. Vielleicht mal einen Skin. Aber es muss ja irgendeine Belohnung geben für das Event. Also Chance ist nicht bei null, dass es vielleicht da was gratis gibt. Aber wir wissen ja dann morgen mehr. Außerdem natürlich die Frage, welche Hyperladung kommen ins Spiel? Weil mit dem nächsten Update kommen ja 6 Hyperladungen rein. Und von den 6 Hyperladungen wissen wir 2. Manche Leute schwören darauf, dass wir schon 4 Hyperladungen wissen. Weil wir wissen ja, dass die Hyperladung für Penny reinkommt. Für Ruff kommt die rein. Und dann sind sich manche Leute sicher, dass die für Gray reinkommt und dass die für Ash reinkommt. Weil Supercell hat hier ein Video hochgeladen mit einem Blick in die Zukunft. Und da glauben manche Leute, dass sie die Hyperladung von Gray gesehen haben. Ich glaube immer noch, dass es einfach nur die Schienen waren, ehrlich gesagt. Manche Leute glauben, dass sie die Hyperladung von Ash gesehen haben. Ich glaube einfach, das war einfach ganz normal Ash, vielleicht ein Skin oder sowas. Aber kann natürlich sein. Das sind auf jeden Fall 2 Varianten, die ich sage, okay, kann sein. Da habe ich mir noch 2 andere Brawler überlegt, auch eine Hyperladung kriegen könnten. Und da habe ich 2 bestimmte Taktiken angewandt. Und zwar, Supercell bringt zum einen ganz gerne Hyperladung raus für Brawler, die kein Mensch spielt, die so ein bisschen nicht in der Meta sind und versucht mit der Hyperladung diese Brawler wieder beliebter zu machen. Und da habe ich mal geguckt, welche Brawler werden wenig gespielt, welche Brawler könnten aber ganz cool sein. Und da bin ich bei Lola gelandet. Ich könnte mir vorstellen, dass Lola vielleicht eine Hyperladung kriegt. Und wenn es nicht Lola ist, denke ich mal, wird es halt ein Brawler sein, der halt seit 2 Jahren draußen ist. Also schon eher was Älteres. Plus der 6. Brawler, da bin ich mir nicht ganz sicher. Da schwanke ich zwischen Draco und Kid. Halt ein neuerer Brawler. Weil es ist auch häufiger passiert, dass auch ein neuer Brawler eine Hyperladung gekriegt hat. Ich meine, Angelo hat eine Hyperladung. Und wann ist der rausgekommen? Vor 4 Monaten oder so? Also relativ frisch. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Mo oder Kenji auch eine Hyperladung kriegen, weil die werden erst genervt im so gesehen nächsten Update, beziehungsweise in den nächsten großen Balance-Änderungen. Das glaube ich nicht. Und wenn man dann halt davor guckt, Larry Lowey könnte sein. Aber ich habe das Gefühl, dass Draco oder Kid da viel mehr passen für eine Hyperladung. Gerade die für Kid ist wahrscheinlich auch gar nicht so kompliziert. Kannst du da einfach machen, dass du vielleicht mit der Hyperladung von einem Gegner zum nächsten springen kannst direkt oder sowas. Also das wäre relativ simpel. Ist zumindest jetzt mein Gedankenprozess. Dann natürlich kommen 2 neue Brawler rein. Da habe ich aber in meinen Gedanken das Thema Himmel und Hölle so ein bisschen ignoriert, ehrlich gesagt. Weil ich glaube nicht, dass da irgendwie ein Engel reinkommt oder so. Übrigens, wer ganz neu hier ist, darf auch mal sehr gerne ein Abo da lassen. Nur die Hälfte als Zuschauer von diesem Video haben nämlich überhaupt abonniert. Ich bin mal wie im letzten Update auch schon durchgegangen. Welche Brawler wir zuletzt gekriegt haben. Und ich gehe mal kurz einfach schnell durch. Wir haben gekriegt Hank, Cordelius, Doug, Pearl, Chuck, Charlie, Nico, Kid, Larry, Lowey, Melody, Angelo, Draco, Lily, Barry, Clancy, Mo und Kenji. Das waren so die letzten Brawler. Ihr sagt jetzt, hä, warum ist das interessant? Aus meiner Sicht, weil halt ein bestimmtes Muster eingehalten werden muss. Wir hatten jetzt in letzter Zeit sehr viele Tiere. Ne? Barry, Clancy, Mo sind alles Tiere. Wir hatten jetzt schon seit einiger Zeit keinen Roboter mehr. Passend dazu hat
der offizielle Brawl Stars Twitter-Account dieses Bild hier gepostet. Und das ist erstmal so ein bisschen nichtssagend, aber ich glaube, das ist ein Souvenirshop. Weil Kenji arbeitet ja im Star Park in einem der Shops. Das ist ja Kenjis Lore. Und das ist halt eine neue Fraktion. Zu dieser Fraktion, na, da gehören ja drei Brawler. Ich glaube, der nächste Brawler, der rauskommt, ist der zweite Brawler aus der Fraktion. Und das wird einer sein, der einen Souvenirshop hat. Weil ich glaube, das ist ein Souvenirshop, den man da sieht. Da sind ein paar komische Sachen im Shop. Plus da ist eine Kasse. Mein Call jetzt, also finaler Call dafür, einer der zwei neuen Brawler wird ein Roboter sein, der im Souvenirshop arbeitet. Kann kompletter L sein, ich kann komplett irgendwas vergessen und auf der falschen Fährte sein. Aber das wäre erstmal mein Call. Ich muss dazu sagen, ich habe sehr wenig geschlafen. Super stressigen Tag gehabt. Gestern war stressig, morgen ist stressig. Deswegen sorry, dass auch jetzt kein Stream kam gestern, heute. Dafür kommt morgen der Stream mit dem Brawl Talk. Der ist in Stein gemeißelt, der passiert zu 1000%. Ein Brawler wird ein Roboter sein, der im Souvenirshop arbeitet. Und der zweite Brawler ist für mich einfach dann irgendein Random Call. Ich sag, I don't know, ein Superheld, der fliegen kann. Ein Superheld-Werfer. Weiß nicht, was der werfen soll. Superheld-Werfer ist aber da mein Call. Es gab auch schon lange keinen mehr, der was gespawnt hat. Der letzte war halt Larry und Lowy. Ist ja auch jetzt schon ein bisschen was her. Außerdem werden die Trophäen überarbeitet. Da habe ich ja schon ausführlich drüber geredet, aber mal kurz in der Mini-Variante. Und zwar, bis jetzt war das ja so, dass wenn du 1000 Trophäen erreicht hast, dein Brawler Rang 30 erreicht hat. Dann gab es ja noch nach oben Rang 35. Alles über Rang 30 verschwindet. Alles über 1000 Trophäen gibt keinen Rang mehr und heißt ab jetzt auch einfach, ich glaube, maximal. Das ist der Maximalrang, den du erreichen kannst. Passend dazu werden auch die Zahlen umbenannt. Also Rang 30 gibt es nicht mehr in der Form, wie er jetzt ist, sondern alle 20 Trophäen kriegst du einen neuen Rang und das geht bis Rang 50. Das ist aber einfach so die Bezeichnung. Wichtiger ist es, dass es einen Maximalrang gibt. Weil alle Trophäen, die du über 1000 sammelst, sind nicht einfach nur Bonustrophäen, sondern damit sammelst du Trophäen für die Trophäenkiste. Es gibt eine neue Kiste, die du freispielen kannst. Und mit dieser Trophäenkiste kannst du halt ganz viele Skins freispielen. Die wird halt besser, je weiter du kommst. Und das Matchmaking wird dir auch ein bisschen interessanter, weil du kannst eventuell, wenn du Pech hast, bei 1000 Trophäen in Lobbys kommen mit Gegnern, die bei 1500 sind. Ne? Also da habe ich schon ausführlich drüber geredet. Aber das ist, würde ich sagen, einfach mal so dieser Schnelldurchlauf. Es gibt einen neuen Kistentyp, eine neue Bezeichnung. Trophäen funktionieren anders. Außerdem, ganz wichtig, es gibt eine Änderung zum Siegesstreak und Losingstreak. Und zwar, solange du unter 1000 Trophäen bist, verlierst du weniger Trophäen für eine Niederlage, als du mit einem Sieg holen kannst. Also so mal ganz stumpf erklärt, wenn du bei 900 Trophäen bist, holst du für einen Sieg, sind wir mal geraten, 9 Trophäen, ein 3 gegen 3. Und wenn du da verlierst, Edgar klatscht das? Er klatscht das. Und wenn du verlierst, verlierst du nur 7 Trophäen oder 6 Trophäen. Ja, also wenn du 2 Partien gewinnst und 2 Partien verlierst, hast du am Ende Plus gemacht. Das ist Stand jetzt anders. Also da gibt es einen kleinen Switch. Das wird es deutlich leichter machen, auf 1000 Trophäen zu pushen. Dazu außerdem, wenn du einen Brawler bei 1000 Trophäen hast, oder generell Rang 30 ist, glaube ich, leichter. Also wenn du jemals mit denen bei 1000 Trophäen warst und du einen Brawler hast, wo Rang 30 steht, dann bekommst du ein besonderes Spray, was dann halt nicht alle haben. Das haben halt nur Leute, die Rang 30 erreicht haben. Und wenn du Rang 35 erreicht hast, dann gibt es sogar noch einen besonderen Aufkleber. Aber Rang 35 haben halt die allerwenigsten erreicht. Aber das ist halt eine Sache, das wird sich verändern. Großes Update. Wahrscheinlich sogar das Größte, was sich im nächsten Update verändert. Bin ich sehr, sehr gespannt. Wird auf jeden Fall machen, dass ich mehr Brawler auf Rang 30 pushen werde. Gibt auch ein paar kritische und auch fair kritische Gedanken dazu. Aber muss man erstmal gucken, wie sich das wirklich spielt, bevor man komplett eine Meinung äußern kann. Außerdem jetzt noch so ein paar kleine Sachen. Und zwar, Supercell hat auch gesagt, in diesem Blick in die Zukunft Video, dass irgendwas Großes passieren soll im Star Park zu den Dezemberferien. Also im Dezember soll irgendwas Großes im Star Park passieren. Das kann halt alles Mögliche sein. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das kann irgendein Boss-Event sein. Das kann irgendeine Partnerschaft sein. Ich habe mal geguckt, welche Filme im Dezember rauskommen. Vielleicht kann es ja eine Filmpartnerschaft sein. Da kommt aber nur Sonic raus. Wenn du eine Sonic-Partnerschaft ankündigen würdest, würdest du nicht sagen, da kommt irgendwas Großes raus. Da kommt irgendwas... Da würdest du sagen, zu der Änderung Dezember musst du sehr genau hingucken, ansonsten verpasst du es, weil es zu schnell ist oder so. Da würdest du was anderes sagen. Das hat nichts mit Sonic zu tun, aber irgendwas Großes kommt im Dezember. Mir ist da nichts Cooles eingefallen. Aber irgendein großer Boss-Modus? Ich habe keine Ahnung. Eine riesige Megabox? Ich weiß es nicht. Die coolsten Vorschläge könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. I don't know. Keine Ahnung. Viele Leute reden über irgendeine Minecraft-Partnerschaft.
Aber das ist ja, glaube ich, im April. Weil im April kommt, glaube ich, der Minecraft-Film raus. Und manche Leute glauben, dass eine Minecraft-Partnerschaft rauskommt. Jetzt kurz noch ein paar Mini-Dinge. Und zwar einfach eine Prediction, dass mindestens 5 lilane Skins reinkommen im nächsten Update. Weil müsst ihr mal drauf achten, Supercell liebt die Farbe lila. Gut, lila sieht auch ganz gut aus im Brawl Stars. Sehr viel lila ist im Spiel. 5 Skins werden lila haben. Ist einfach mein Call. Ganz viele Leute haben in die Kommentare geschrieben, dass Belagerung wieder reinkommt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie fundiert ist oder ob nur irgendwas nachgelabert wird. Ich habe keine Ahnung. Aber anscheinend kommt Belagerung zeitlich limitiert wieder ins Spiel. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es halt einfach nur gehört in den Kommentaren. Meine Zuschauer würden mich ja nicht anlügen. Aber ja, das sind jetzt erstmal die Dinge, die wir im Schnellklang durchgehen können. Da ist ein bisschen Spekulation bei. Da ist aber auch ein paar Fakten sind dabei. Das Event mit Himmel und Hölle, na gut, ist halt geleakt, einfach offiziell. Kannst du nichts gegen sagen. Auch beim Brawl Talk, da ist schon so ein Teaser-Video draußen. Das Vorschaubild davon ist halt einfach auch Himmel und Hölle. Also das wird auf jeden Fall auch passieren. Ich bin saugespannt auf den Brawl Talk. Morgen wird darauf reagiert. Und da würde ich aber sagen, Leute, das Video wird nicht gestreckt. Geht jetzt vielleicht nur 9 Minuten. Mal gucken. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Und ciao. Call it quits. Everything I do is for the ones I love and miss. Take some time, water flowers till they grow and split. Then take the seeds, plant them back and you control the ship. Navigating through the eye of the storm. Lived through the lows, got me higher informed. Sold your soul, now you got buyer's remorse. I stay composed when them blood suckers hit me with a tireless swarm. I've been down, but